Kaiser? Ja, 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 ich komme. Hallo, hier ist wieder HP Meyer und hier kommen die nächsten Übungen in unserer Serie Fit für den Alltag. Viel Spaß und Erfolg. Herr Liesk, Eishockey ist auch ein Sport, der den Rücken ja sehr belastet. Machen Sie da auch zusätzliche Übungen, um Ihren Rücken zu stärken? Wir machen als Team ein- oder zweimal in der Woche zusätzlich zum Eistraining was für Rücken und die Hüfte. Und machen Sie es selbst dann zusätzlich daheim oder im Fitnesscenter, im Reha-Zentrum selber auch noch Übungen? Während der Saison nicht viel, aber im Sommer mache ich dann viel für den Rücken. Legen Sie sich auf einen großen Ball, die Beine sind gebeugt, günstigstenfalls die Zehenspitzen an einer Wand. Die Kopf liegt gemütlich in den Händen, die Ellenbogen spannen nach hinten, dass der Rücken gerade ist. Und jetzt langsam nach vorne aufsetzen und zur Seite drehen, langsam nach hinten wieder zurück. Das gleiche auch zur anderen Seite und wieder zurück. Noch einmal nach links und Drehung und langsam zurück. Noch eine Wiederholung nach rechts und Drehung, langsam zurück und Pause. Eine Übung zur Kräftigung der seitlichen Muskulatur. Der Unterarm stützt seitlich, beide Beine liegen auf dem Ball. Den Po abheben, den oberen Arm in die Hüften und jetzt langsam das Becken absenken und wieder abheben und kontrolliert und stabil den Rumpf absenken und wieder abheben und zur Mitte zurück und Pause. Zur Steigerung dieser Übung für die seitliche Muskulatur bauen wir die Rotation mit ein. Die Füße sind wieder an der Wand, der Ball unter dem Körper, die Arme sind gespannt und wir rollen uns auf den Rücken und langsam auf den Bauch. Immer über eine Seite, der Rumpf bleibt völlig gespannt, der Ball rollt nach rechts und links, der Körper rollt über die Seite auf den Rücken und auf den Bauch zurück. Und Pause. Und jetzt viel Spaß beim Training.